Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Panzer meldet sich zur Stelle. Tiger zur Front. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle.
Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Start klar.
Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Startklar. Hier, Panther.
Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle.
Startklar. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle.
Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle. Leichter Panzer meldet sich zur Stelle.
Startklar. Jawohl, Herr Kommandant. Jawohl, Herr Kommandant! Startklar. Jawohl, Herr Kommandant! Startklar. Startklar.
Okay, also ein Schiff. Achso, das war das Einzige, wo ich da gelassen habe, ja. Okay, ja. Das ist da unten war schon eine dicke Überraschung. Aber hier schon nicht durchzubrechen, hier mit zwei. Das hat sich gut bewirkt. Ja, das Heftigste war meiner Meinung nach hier am Anfang. Und auch nachher hier so. Weil da war es zäh. Die Luftwaffe ist. Du musst halt echt höllisch aufpassen, weil die Luftwaffe kann immer wieder aus dem Nichts kommen und dann gehst du aber wirklich komplett dumm da. Ach, oh, das ist echt übel. Das ist echt übel. Okay. Leute, dann gucken wir ins Compendium und da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Weil gleich machen wir noch das Abschlussbriefing. Aber dann sehen wir im Finale. Und zwar, da geht's ab Britisch-Indien. Britisch-Indien, Leute. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal an. Ein fantastischer Erfolg. Sie haben das Tor nach Indien weit aufgestoßen, der Generalfeldmarschall. Und sind jetzt kurz davor, sich auch diese letzte Trophäe zu sichern. Gratulation. Ich werde fast schon sentimental, wenn ich daran denke, dass Sie sich nun auf die nächste und letzte, auf die nächste und letzte Schlacht in Ihrer heldenhaften Feldzug vorbereiten. Erobern Sie Indien. Und sie werden diejenigen Lügen strafen, die den Spruch, so vergeht der Ruhm der Welt, geprägt haben. Der Ruhm Alexanders war nicht vergänglich und ihrer wird es ebenso wenig sein. Mit einem Sieg können sie sich selbst so unsterblich machen wie der große Eroberer. Zum letzten Mal viel Glück. Ja, Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann geht's ab nach Indien. Bis dann.